Bedenken Sie, dass sie nicht mehr um Verzeihung bitten kann. Also liegt es an uns, ihr zu vergeben. Dieses Risiko gehe ich ein. Ich muss sie irgendwo ablegen. Divinium-Splitter. Sie müssen die rausholen, bevor die sie umbringen. Mary, ich werde es nicht schaffen. Hol ihn jetzt raus. In diesem Leben oder im nächsten. Vertraue nicht niemandem. Vergib mir bitte. Sie denken also, dass da draußen irgendeine auferstandene Zivilistin mit ihrem eigenen Heiligenschein rumläuft? Sie wussten, dass wir kommen würden. Oder warum hätten die Söldner sonst schon auf uns gewartet? Das ist zuvor noch niemals passiert. Also habt ihr Verschwörungstheorien verfolgt, anstatt uns bei der Suche nach dem Heiligenschein zu unterstützen? Dir läuft der Speichel aus dem Mund, wenn du darüber redest. Wer immer das getan hat, war kein Mensch. Das hier war ein Tarrasque. Was will denn Dämon den Heiligenschein für die Hölle beanspruchen? Wir müssen Ava finden, bevor es der Tarrasque schafft. Es ist für mich eine Freude, von unserem bahnbrechenden Durchbruch zu berichten. Es muss einen Grund dafür geben, dass das alles gerade vor sich geht. Jemand hat dir das angetan und dieser jemand muss wissen, warum. Ava, du musst tausende von Fragen haben. Ariala von Cordoba war eine der erbittertsten Kriegerinnen. Der Engel Adrian, ein Bote Gottes, gab einen Teil von sich selbst auf, um sie zu retten. Soll das heißen, dass das Ding in mir steckt? Der Heiligenschein ist ein Geschenk. Du bist Gottes Streiterin. Du kämpfst in seinem Namen. Wissen Sie, ehrlich gesagt würde ich mich nicht gerade religiös nennen. Willst du leben oder willst du sterben? Ich wollte das alles nicht. Die Menschen wollen ihr Leben leben, genau wie du, Ava. Wenn du nicht bereit bist, für sie zu kämpfen, musst du den Heiligenschein abgeben. Ah! Genug! Finden Sie das Mädchen. Sonst könnte uns das, was ich vorhabe, bald um die Ohren fliegen. Den Himmel gibt es wirklich. Ich habe sogar einen Weg dorthin entdeckt. Sie ist die Energiequelle und dieser Test wird es beweisen. Sie sollten ihr sagen, worum es hier wirklich geht. Das ist Michael, mein Sohn. Die Divinium-Partikel halten ihn am Leben. Wow. Die Arche wurde nicht entwickelt, um seine Krankheit zu heilen. Es geht um den Schritt danach. Eine Brücke, die es ihm erlauben würde, weiterzumachen. Wo wir zusammen sein können und wo es keine Schmerzen mehr gibt. Adriels Überreste wurden in einem Ehrengrab im Herzen der Nekropolis beerdigt. Er, der die Relikte von Adriel besitzt, soll über die Dämonen herrschen. Die Wände der Gruft sind zu dick, um hindurch zu gelangen. Außer für die Warrior, nein. In diesem Leben oder im nächsten. In diesem Leben oder dem nächsten. Danke, dass du meinen Heiligenschein zurückbringst, Ava. Wie kann er meinen Namen wissen? Du warst auf der anderen Seite. Was bist du? Nicht so wichtig, aber ich weiß, was du wirklich bist. Mein Meister. Du bist gar kein Engel. Nein, das bin ich nicht. Oh nein.